Kamera läuft, bitte. So, Lisa, das war ja nun deine erste große Filmrolle. Wie war das für dich? Es ist lustig, weil man immer versucht, das so schnell irgendwie in einen Satz zu komprimieren oder schnell darauf zu antworten. Aber es gehört, glaube ich, ganz viel mit dazu. Für mich ist es neu. Und für mich ist es auch was ganz Besonderes, so eine Rolle spielen zu dürfen. Und ja, es ist halt einfach immer noch so ein bisschen dieses Unfassbare, dass ich das halt jetzt wirklich alles, dass ich diesen Film gedreht habe, dass ich Sophie kennengelernt habe, dass ich auf einmal Schauspielerin bin und nicht mehr das Model, was versucht zu schauspielern. Und das ist so ein bisschen noch für mich unrealistisch, dass man überhaupt jetzt auch hier sitzt und so Interviews führt und auf einmal dieses ganze Ding oder dieses ganze Drumherum, was dazugehört, auf einmal macht. Aber du warst schon bereit dafür, dann auch gleich ein großes Opfer zu bringen und deine schönen langen Haare abschneiden zu lassen. Fiel dir das besonders schwer? Also zunächst kam die Anfrage für den Film, beziehungsweise nicht direkt für den Film. Es kam eine Anfrage rein und das hieß, du musst deine Haare abschneiden. Ich sehe, nee, so, das ist jetzt nicht vielleicht so gleich der beste Einstieg, sich die Haare abzurasieren. Aber als ich festgestellt habe, als mir gesagt wurde, wer halt die Regie macht, welche Schauspielkollegen, wie das Ganze aufgebaut ist und es halt, sag ich mal, based on a true story ist, war für mich eigentlich klar, dass es für mich hoffentlich der perfekte Schritt zu sagen, ich bin kein Model mehr, sondern Schauspielerin. Und deswegen habe ich versucht, mir selbst einzureden, dass es natürlich nicht so schwer ist, sich die Haare abzuschneiden. Aber in dem Moment ist es natürlich, oder nachdem man sich die Haare abgeschnitten hat, ist es halt einfach was anderes, als wenn man sich jetzt vornimmt, ach, das ist jetzt kein Problem, ich raspel mir mal kurz meine Haare ab und dann steht man da auf einmal mit einer Glatze. Und der Film an sich, das ist ja auch ein schwieriges Thema, war auch sehr bewegend. Als ich das geguckt habe, ging mir richtig ein bisschen schlecht. Und wie hast du dich darauf vorbereitet? Ich habe viele Gespräche mit Sophie geführt. Ich habe ihre Familie in Holland besucht. Ich habe mit ihrem sehr humorvollen Vater sehr tolle Gespräche gehabt und wir haben zusammen gekocht. Ich habe ihre Freunde kennengelernt. Ich habe einfach versucht zu schauen, wie sie lebt und wie sie auch mit Dingen umgeht. Also zum Beispiel, sei es, ob es Probleme sind oder sei es, ob es Witze sind, wie sie wirklich darauf reagiert. Und habe relativ schnell herausgefunden, dass wir einen sehr ähnlichen Humor haben und habe natürlich so versucht, davon auf jeden Fall was mit einzubauen. Und hat der Film dich auch dazu gebracht, dass du selber vielleicht nochmal irgendwie über dein Leben nachgedacht hast und dir deiner Sterblichkeit bewusster bist oder deine Werte sich verändert haben? Also das Tolle ist, glaube ich, daran, dass der Film mich wirklich dazu gebracht hat, dass ich nicht mehr denke, dass Krebs automatisch tot heißt, sondern dass man, obwohl man so eine schwere Diagnose bekommt und obwohl man eigentlich keine Überlebenschance hat, so wie Sophie, trotzdem das Beste draus machen kann und in diesem Fall ja auch wirklich ein tolles Happy End hat. Also ich meine, vorher, bevor ich mich mit diesem Film befasst habe, dachte ich, okay, du hast Krebs und das heißt automatisch, irgendwann ist es sowieso vorbei. Aber ich meine, sie ist noch da und wir sind Freundinnen und das finde ich, ist einfach schön. Gerade wenn ihr auch befreundet seid, fiel es dir dann besonders schwer, weil das auf einer autobiografischen Geschichte beruht, dass du da besonders ein Pflichtgefühl hattest, das besonders gut zu machen, oder? Also das Pflichtgefühl hatte ich von Anfang an. Die Freundschaft hat sich ja erst im Laufe der Drehzeit entwickelt. Und natürlich wird alles intimer und intensiver. Und mit jedem Tag, der mit dazukommt, ist es halt einfach enger. Aber diesen Druck, der in einem steckt oder den ich mir auch selber oft gemacht habe, der ist einfach da, weil Sophie auch noch da ist. Und diese freie Eigeninterpretation halt vielleicht nicht ganz so ausgelebt werden kann, ohne eine billige Kopie von ihr zu erstellen. Ich glaube, das ist ziemlich schwierig, das auch so zu beschreiben, weil ich glaube, dass es einfach was ganz Besonderes ist zwischen uns. Und das kann auch kein Mensch dieser Welt irgendwie, sei es in einem Satz oder irgendwie in eine Zeile drücken, so, das ist halt einfach, das kann man nicht beschreiben. Und von den ganzen verschiedenen Frisuren im Film, hast du eine, die dir persönlich am besten gefallen hat? Ich mag Blondie sehr gerne. Blondie fand ich schön einfach von der Haarlänge und wie das Haar gefallen ist und was blonde Haare auch bewirken, obwohl ich manchmal ziemlich merkwürdige Reaktionen der Männerwelt erhalten habe und dementsprechend auch teilweise mich dann gegen Blondie entschieden habe, weil es nicht immer von Vorteil war, dann, ich weiß nicht, du bist ja auch blond, vielleicht kennst du das. Ja, immer blond. Ja, aber vielleicht ist das nicht immer angebracht gewesen und dementsprechend hat man halt wirklich das Glück, mit Perücken sich einfach auszuprobieren. Und dementsprechend halt auch für jeden Anlass kann man sagen, okay, heute ist es ein bisschen ruhiger, heute sehe ich normal aus. Und wenn du dann mal tatsächlich abends essen gehst oder so, kannst du dir eine flippige Perücke aussetzen. Ah, das stimmt.
Das macht schon Spaß. Eine Szene im Film, die besonders Spaß gemacht hat oder die dir besonders nahe geht? Ich habe eine Lieblingsszene, die mir sehr nahe gegangen ist. Und das ist die Szene, wo ich meinen Vater weinen sehe. Ich weiß, mein Vater weint oft im Film. Aber dieser Moment, wo ich aus der Krankenhaustür rauskomme und mein Vater sitzt da wirklich am Boden zerstört, das war für mich auch persönlich einfach ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, was machst du, wenn du deinen Vater wirklich so siehst? Und das war schon ziemlich krass. Also auch wenn ich diese Szene, ich habe den Film mittlerweile schon öfter gesehen und war auch im Schneideraum, aber immer wenn ich diese Szene sehe, denke ich, krass, das ist irgendwie so, was wirklich durch die Rolle in mich selber reingeht und mich auch wirklich selber da an einem Punkt trifft. Glaubst du, du hast von dem Film vielleicht irgendwas gelernt, wenn dich selber so ein Schicksalsschlag treffen würde, wie du damit nun selber umgehen würdest? Du das auch so gut handeln könntest wie Sophie? Also gelernt habe ich auf jeden Fall viel, dass man das Beste daraus machen kann. Aber ich glaube, dass das schon was sehr Besonderes ist, wie Sophie das selbst gelöst hat und wie sie selber durch diese Probleme gegangen ist. Und ich glaube, es wäre schwierig zu sagen, oh, wenn ich mal krank bin, dann mache ich es genauso. Weil ich glaube, dafür muss man erstmal auch wissen, wie es, ich habe diese Rolle gespielt, aber ich bin nicht wirklich krank. Und ich glaube, das ist halt immer noch dieser Unterschied zwischen, ja, zwischen krank sein und einfach nur so tun, als ob, nenne ich mal. Und dementsprechend weiß ich nicht so genau, was ich machen würde, wenn ich jetzt so eine Diagnose bekommen würde. Und generell hast du schon neue Projekte in Aussicht? Möchtest du jetzt bei der Schauspielerei treu bleiben? Oder? Also ich würde sehr gerne der Schauspielerei treu bleiben, wenn man mir die Chance gibt. Ich habe gerade zwei tolle Projekte, die so in der Mache sind. Aber ich habe mir so vorgenommen, dass ich auf jeden Fall erst sage, ja, juhu, da bin ich, wenn ich wirklich, also wenn das alles eingetütet ist und wenn das... Also muss man ein bisschen gespannt sein. Man muss noch ein bisschen warten. Ich muss ja auch noch ein bisschen warten, also deswegen, ich sag's dann, wenn es soweit ist. Und nun, was ist das Tollste an dem Film? Warum sollte man sich den unbedingt angucken? Ich glaube, das Tollste an dem Film ist, und warum man sich den auch gerade angucken sollte, dass man wirklich eine junge Frau sieht, die den Kampf aufnimmt und ihn gewinnt und durch ihren tollen Humor während dieser Krankheit einfach eine Einzigartigkeit entwickelt, mit verschiedenen Perücken verschiedene Charakterzüge zu entwickeln, was eigentlich nicht die Normalität ist. Und ich glaube, dass es deswegen nicht ein dramatischer Film ist, der nur traurig ist und nur die dunkle Seite so einer Krankheit zeigt, sondern auch zeigt, dass man sich immer wieder neu entwickeln kann und dadurch halt auch einfach viel Lebensfreude zurückgewinnt. Fällt dir ein einziges Wort ein, wenn du ihn mit einem einzigen Wort beschreiben solltest? Okay, ein einziges Wort. ein einziges Wort. Nee. Okay. Es gibt so viele tolle Worte. Ich finde nicht, dass ein Wort das rechtfertigt, was der ganze Film und diese Geschichte halt verpackt, sondern das muss, das ist ja genau das Gleiche wie die Beziehung zu Sophie. Wenn ich das beschreiben müsste, würde ich auch nicht sagen, ein Wort. Es gibt halt einen ganzen tollen Kreis voller toller Worte, aber eins, das reicht mir nicht. Okay. Sehr schön. Dankeschön. Dankeschön.